So, da Wildcard beginnt auch schon 2. die zweite Folge aus dem Livestream vom 30. Nur eine Mai. KV2. Und wir sind auf, wie hieß jetzt die Karte? Sand River. Sand River. So, ich bin wieder euer Begleiter. Und ihr Das fahrt dritte vor. KV2 spielt bei uns der Oi auch, fast vergleichbar. Das haben die zum Glück gar nicht, komischerweise. Ja, der Aale schaue jetzt so ganz ohne. Nein, natürlich nicht. Der kann sogar eine T8-Kanone haben. Das war eigentlich der Grund für mich, dass ich dann irgendwie die französischen Panzer damals auch genommen habe, mich dafür als ersten Grind entschieden habe für die französische Nation und musste bitter dafür bezahlen. Ja. So, Oi ist ja wirklich klein. Ja. Der ist super, ja. Also da brauchst du wirklich Tarnwerte und Der Tarnnetz ist super. und am besten noch Blendgranaten, damit dich keiner sieht. Wobei der tatsächlich auch ganz schön sein kann. Ich habe diese japanischen großen Heavy Tanks auf weiteste Sichtweite ausgerüstet. Oh ja. Und spiele deswegen, wenn ich die Dinger spiele, immer auf die größte Sichtentfernung mit der Haubitze. Und dann kannst du auch aus 400, 500 Meter irgendwie einen HE-Treffer kassieren von mir mit 500, 600 Schaden. Also das klappt tatsächlich auch. Und wenn du dann über die Sichtweite auch viel Unterstützungsschaden machst, viel Sicht für deine Teamkollegen, haben die auch viel zu schießen. Wenn du Teamkollegen hast, die das umsetzen können, können da wirklich gute Ergebnisse dabei rauskommen. Ich weiß natürlich nicht, ich kenne den Spieler nicht, ich weiß nicht, was der macht und überhaupt. Okay. Bin ich Er jetzt hat auf meinem Weg. bestimmt einen Plan. Meinst du das? Der hat ja auch erste Elite-Stufe 5. Ich meine, die hat er aber ja immerhin schon. Ja, irgendeinen Plan hat er bestimmt. Und wenn es nur einfach stumpf zufahre ist. Jo, das soll man nicht hoffen. Nö, eigentlich jetzt tatsächlich. KV2 ist ja auch in die Schlucht da gefahren. Steht da in dem Graben drin. Mitten auf der Karte ist. Finde ich für mich jetzt auch nicht den besten Weg. Nee, das ist auch nur so semi-intelligent. Hat er denn da? Also ich habe jetzt hier ein Ziel auf den Experimente. Da muss ich erstmal ausgraben, die Häuser mal alle wegräumen. Den kann ich nicht beschießen, aber hier war ein roter Gegner gerade. Der Pavlak, aber der ist jetzt hinter den anderen Gegnern. Der KV2 hat ihn ja schön für ihn. Keine Punkte für mich. Okay. Wir müssen Tender, glaube ich, mal kurz ein bisschen aufpassen, Hoppala, ne? ja, ich sehe gerade T64. Na, der Type 64, der kommt da bei euch an. Ja, Ich aber ich bin wollte zu euch gerade Matilda. hinterherfahren, aber. Nee, jetzt kannst du prinzipiell auch fast schon im Norden dein Glück versuchen. Wir haben ja noch die Fünfer davor, sonst hätte ich gesagt, ich komme wieder zur Base zurück zur Verteidigung. Aber wir spielen in 3 Minuten. Ne? Heißt, ich müsste 3 Minuten fahren, bevor ich wieder in der Basis angekommen ist. Bin. Nee, da muss ich jetzt auch mal den Kollegen vertrauen und will nicht wieder 3 Minuten zurückfahren. Das ist ja super. Die Sau 40 gewesen, die ist jetzt Ja. tot. Pech für ihn. Hat 64 sind wir schon raus vom Gegner, ist richtig. Und die haben zwei leer Fahrer-Artis, aber gut, die haben wir auch. Ja.
T28 trifft meinen Motor. Ich will jetzt dann kommen, deswegen ohne Motor auch nicht weg. Ich repariere mal für 20.000. Ach, die dumme Art, die haben mich jetzt im Moment. Wieder schießen zwei, boah. Oh, ich bin draußen, ich habe jetzt den blöden Panzer nicht gesehen, dass der schon platt war und habe voll den Panzer reingeschossen, weißt du, den kaputten anstatt den 1400 TP. Okay. Ja, aber es war blöd von mir da positioniert. Ich wollte eigentlich am Berg abwärts stehen bleiben, ja, aber die Arti hat mich runtergeschoben. Dann hat es blinkt, bin ich aufgegangen und dann... Eieiei. Wir haben jetzt wieder Zeit für dich. Ja, klar. Ja, beschädige mal eben drei Panzer. Ist nicht so schlimm. Einer konnte ich ja beschädigen. Ja, immerhin. Den Pavlak, glaube ich, war's. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob ich, weil der 14er TP so vor mir gefahren ist, ob ich von oben runterspringen soll. Aber der war zig zu weit weg, da wäre ich wahrscheinlich vor ihm gelandet. Dann wäre die Kette runtergesprungen, dann wäre der wahrscheinlich einfach bumm auf mich drauf und dann wäre es das gewesen. Ja, dann ist auch ein Vorteil natürlich, ja. Ich bin der schnellste Panzer der Welt, wa? Ja. Aber ich meine, du fährst noch, hast ja mal nicht ganz die meisten Points. Ja, es gibt Batillas, die fliegen ja relativ schnell raus. Ja. So wie gestern, ne? Haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem gestrigen Abend kann ich, glaube ich, ganz zufrieden sein. Also vor allem habe ich die letzten drei Runden ja ganz ordentlich abliefern können. Zwischendurch habe ich teilweise schon gedacht, was ist mit dir los? Hast du alles verloren und vergessen? Aber dann ging es jetzt noch am Ende nochmal wieder. So, die zwei Artis. Katze, bist du auch wieder da? Ja, nimm Platz. Ja, nimm Platz. Die ganze Welt sie gehört, das ist doch gut. War eh ja, danke. Das darfst du zugucken. So, hallo Livestream, hier ist die Katze, die Nera. Gestern war, glaube ich, sogar der Kapper da. KV2 schauplatzt. Ja, trotzdem, die wäre vor dir, die wollte ich gerade sagen. Wenn die das nicht gemacht hätten, hättest du sie jetzt gekriegt. Und irgendwann schießt der auf dich. Ein M10. Ja. Vor allem aus der Richtung ist ja irgendwie blöd, weil der ja gar nicht offen ist. Und ja. Der M8, der immerhin zur Hilfe, der könnte dich ja. Boah. Der kommt nicht mehr zur Hilfe. Nee. Also komm, erstaunlich, dass der M10 dich gesehen hat, ohne dass irgendeiner von uns ihn hatte. Ja, durchgerutscht. So, jetzt habe ich einen Gast auf dem Schoß und nicht auf dem Platz. Aber Wolf bewegt sich nicht. Wolf Startup bewegt sich. Mein Meister und wir haben ja die schnellsten unterwegs, ne? Die schnellsten Panzer jetzt. So. Der einzige, der schneller wäre, wäre jetzt der M8A1, aber der bewegt sich nicht. Doch, der bewegt sich. Ja, doch, ja. Ja, bewegt sich schon. Der andere hat noch 6 Minuten Zeit. Boah, Wolf, ich glaube, man kennt sich auch aus dem alten Forum. Ich glaube, da habe ich von dem auch damals mal öfter mal was gelesen. Aber mit 2 oder 3 Unterstrichen, ne? Ja, genau, ja. Wahrscheinlich wichtig, weil es mehrere gibt. Genau. Gibt es ja auch Züge und Platoons von, die das auch des Öfteren machen eigentlich. Haben alle den gleichen Namen, haben damit Unterstrichen und Groß- und Kleinschreibung irgendwie geschafft, da 3 Accounts gleichen Namens zu erzeugen. Ja. So, aber ins Cap will er nicht fahren und provozieren. Ach so, ne, er wartet wahrscheinlich, bis die andere das SFL kommt, die Selbstfahrfette. Ja, aber so wie finster ist, den Matthias hatten sie ja auch da rausgeschossen und wir haben den 10 nicht aufgemacht. Ne. Aber schick getarnt, wie der M8 hier ist, können wir Hoffnung haben, dass er auch ein bisschen Tarnung gelernt hat.
Mobbing Das K0. ist richtig, ja. Außerdem ist es ja nicht so schlecht, wenn man noch 5,5 Minuten Zeit und die Chancen für uns steigen ja So, von die Sekunde warten, zu genau, der wartet einfach bis der da ist und Sekunde. Die dann. fahren ja alle. Genau, dann ist da zumindest keiner. Das ist so, die LFA, glaube ich, die weite Sichtweite hat. Nein, kann die nicht auch 450 Meter weit sehen? Ich glaube tatsächlich. Ob die kann sich ihre Ziele auch selber spotten. Keiner fährt rein. Doch jetzt, keiner fährt rein. Ist halt jetzt irgendwie, also bis eben war ich noch ein Fan von dem M8, aber das schwindet gerade wirklich rasend schnell. Ja, ich weiß nicht, was genau Ja. sein Plan ist. Immer Okay. weniger Verständnis für, muss ich sagen. Es ist wirklich von Minute, Sekunde Er zu will den Sekunde wird das interessant. rausspotten. Ja. Aber wenn der jetzt da quasi nicht da war, dann muss man capturen zu dritt kommen. War halt einfach Pech, deswegen kommt er ja zum Glück jetzt auch zurück. Und deswegen haben wir es ja zum Glück auch. Also kein Ich Anfänger, wenn du vermute siehst, mal, was der ist der. irgendwo bei A0 oder so hochgefahren oder je nachdem, ob er da hoch kann. Den M8 voll mit Da ist er. Überlegenheitsanzeige Ja, da hinten gekleistert. ist er. Genau, da habe ich gesagt, da wäre jetzt auch meine Spur gewesen, da oben hin besuchen. Ja, den Das ist M8 hier durch. voll mit So, genau. Überlegenheitsanzeige gekleistert. Da, der spielt den ja auch nicht erst seit gestern. Finde ich gut. Ja, Katze. Die Streicheleinheit, gell? So, aber jetzt muss ich gleich wieder fahren. Was soll ich denn jetzt machen? Aus dem Chat kann keiner kommen, die streicheln, wenn ich fahre. Man weiß, was in der Autowerkstatt. Muschi will spielen bei dir wohl auch, ne? Oder schmusen zumindest. Ja. Finde ich gut, hat uns vor 20 Jahren schon zum Lachen gebracht. Immer noch ein Knaller. So, muss mal sehen, jetzt bin ich Letzter geworden, das ist natürlich wirklich schade. Ist ja wahrscheinlich der Hit. Panzer spielt World of Tanks. Ja. Vorletzter. Ja, da haben wir uns noch nicht mit Ruhm bekleckert. Das würde ich Nicht auch wirklich, ne? unterschreiben. Mal sehen, habe ich denn auch eine Vierer? Kann ich denn? Nee, na gut. Ich kann mir auch keine kaufen, glaube ich. Von daher muss ich bei euch bleiben. Nützt es nichts. Dann nehme ich jetzt den B1 mit. Weiß nicht, ist doch auch dreckig. Das ist doch auch dreckig. Junge. Ja, bin ja auch immerhin gekauft für 12 Euro, dann kann ich hier auch mal fahren. Oh. Dann kann ich hier auch mal fahren. Na Jetzt ja. willst du da hoch, gell? Jetzt willst du auch da. Ich beleidigt. Darf nicht mitspielen, deswegen doch wieder auf dem Platz. Katze ist aufgeräumt. So. Jetzt nach Steppen. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Nee, nicht ganz. Fünfer. Bei den Gegnern auch wieder. Oh, der Tanktop 9395 hat ein World of Tanks Logo. Nimm seinen Namen. Wer denn? So, bewegt euch. Auf. Fährt der T28 hin? Der F30. Ich fahre jetzt hier wieder in die Mitte und hoffe, dass ich hier ein bisschen vernünftig schießen kann. Ein bisschen Deckung habe von oben. Ja. Gibt ja auch zwei Fünfer-Artis immerhin. Die wollen wahrscheinlich 20 Gegner treffen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir dich ja noch überredet, dass du es damit machst, aber im Moment ist es erstmal nicht schlimm. Der ist der zweite Versuch gescheitert, alles gut. Spotted, Die aber Zeit haben wir ja.
gespottet, okay. Den Chihe, gut. Den ist auch gespottet. Und Sie wissen von wem? Aha, vom IT-30, der ist bei mir abgegreifen. Ich krieg 52 Unterstützung vom Chihe. Den ersten habe ich schon mal beschädigt, okay. Sehr gut, jetzt den nächsten und was viel. Den G1 oder welchen hattest du? Den G-He habe ich beschädigt. Das muss hier weg. G-He, also. Ja, auf der Brücke ist gerade ein TD-Aufgang quer. Auf einem 5er. Ja. Dann der neue polnische 5er. Wobei ich den auch tatsächlich gar nicht so gut finde, wenn ich ihn selbst war. Nee. Auch den G1 verpasst. Junge. Jetzt habe ich ihn aber im zweiten Versuch. Man trifft mich mit dem Zerdimpfer. Ja, der ist vorhin auf der Brücke gestanden, der ist glaube zurückgefahren, aber mittlerweile. Der ist gerade geplatzt, glaube ich. Ach nee, da gibt es zwei von, weiß ich nicht. Das kann vielleicht auch sein. Nee, nee, es gibt nur diesen einen. Jetzt muss Stefan halt Action zeigen hier. Weil meine Seite aufschließen, den Zerdimkabel schießen, Goldmunition durchladen, dann kann das laufen. Ja. Wenn du da hinten in der dritten Reihe stehen bleibst, wird keiner kommen. Und du hast ja noch volle HP, du hast sogar noch 100%. Ich? Nee. Ah nee, habe ich verwechselt. Nein, dann habe ich mit Markus verwechselt. Markus Matthias. Verwechselt. Ah nein, Matthias, Entschuldigung, genau so heißt es. Junge. Ja, Markus kommt bei mir öfter vor, das ist mein Bruder, deswegen. Alles gut, ich bin vieles gewohnt. Gut, es wird auch nicht mehr schlimmer, also das ist jedenfalls. Ja. Bin ich jedenfalls stets bemüht. Wobei das auch kein gutes Zeugnis ist. Stets bemüht und trotzdem erfolglos. Ach ja. Zadinka hier aufkriegt, der ist auf jeden Fall hier. Oder guckt in meine Richtung, das macht mich doch traurig. Hey, fleiß auf den AR4C zu. Jetzt ist schon nicht mehr hier. Super. Auf Sache, dass Stefan seinen Schuss gekriegt hat, hat er? Nö. Achso, der fällt jetzt hier auf den 34S, okay. Eigentlich wollte ich den. Boah, ich glaube, die Arti über mich rüber. Junge, jetzt können wir auch was reinkommen hier. Boah. Okay, okay, aber immer dann gewinnen wir im Moment, das sieht nicht so schlecht aus. Junge. Zwei habe ich jetzt schon mal. Okay, jetzt müssen wir warten hier auf Unterstützung, weil abschießen darf ich mich auch nicht lassen.
Das war Nummer 3. Juhu! Na also. Ja, super. Du musst noch hier überleben, Mensch, fremd. Der Boss muss zum Karten reinfahren, wo keiner ist. Ganz egoistisch einfach weg. Nein! Das hat scheinbar nicht geklappt. Junge. Wollt ihr runter in die Senke rein? Oh. Am Chatka. Oder im Fünfer zerstört. Ach so. Na, Schaden 336, aufgeklärt 413. Hier kein Slot mehr rein. Der Matthias rast hier über die Strecke, du. Ah, ich krieg nur Blitzerfoto. Ja. Jetzt bin ich aufgeklärt. Schnell weg. Ja. Vor allem schnell, gell? Mhm. So, komm hier. Hey, Patschi. Danke für deinen Follow. Da fällt mir ein, ich sollte noch. Ich muss bloß geschwind genau die Folge pausieren. Den Livestream auch kurz pausieren.